Mein Name ist Rita Baus und ich mache schon seit, ich glaube, über 40 Jahren beschäftige ich mich in unterschiedlichsten Formen mit Kultur und aber auch mit jungen Menschen. Und vor ein paar Jahren ist Don Bosco mal auf mich zugekommen, ob ich eine Idee hätte, wie ich ihre Pädagogik vielleicht stärker, also für ein gutes Gelingen des Lebens, so nennt das Don Bosco, wie ich da vielleicht so einen Kulturaspekt reinbringen könnte. Und dann habe ich überlegt, was verbindet eigentlich alle Jugendlichen der Welt miteinander? Natürlich besonders unter dem Aspekt, weil Don Bosco ja in 140 Ländern der Welt aktiv ist und an den Rändern der Welt arbeiten. Und da ist eigentlich das, was die verbindet, die sogenannte Straßenkultur. Also die Ausdrucksform, die Jugendliche für sich finden, ihre Themen durch Tanz, durch Musik, durch Graffiti zu verdeutlichen. Dann war das sozusagen die Ursprungsidee und da kam hinzu zu sagen, was ist davon am allerweitesten entfernt für diese jungen Menschen, das ist die klassische Musik. Bueno, Patricia, mi nombre es Carlos Mario Flores, yo soy coordinador de programas en Ciudad Don Bosco, coordinador general de protección y coordinador del proyecto MOVE. Trabajamos en Medellín, Colombia, y tenemos una comunidad salesiana que apoya a más de 600 jóvenes en situación de riesgo, vulnerabilidad, también jóvenes que ya se encuentran en este momento en el postconflicto colombiano, y también trabajamos con distintas procuras a nivel internacional, como es la procura de Bonn, la procura salesiana. Entonces, lo que ha significado es la respuesta a decir hay opciones diferentes para salir adelante. ¿Y qué ha significado para mí? Pues desde que estoy al frente del proyecto, desde que estábamos montándolo, simplemente es una satisfacción personal de saber que podemos cambiar vidas, transformarlas, a través del baile urbano y por qué no la música clásica de Beethoven que nos ha parecido espectacular. Ich wurde dafür angefragt. Ich bin Musiktheaterregisseur und arbeite seit einigen Jahren auch viel mit Jugendlichen und auch für junges Publikum. Und deswegen wurde ich gefragt und ich freue mich sehr dabei sein zu können, weil es ein ganz tolles und besonderes Projekt ist mit Jugendlichen aus dem Bonner Kreis, aber auch Jugendlichen aus Kolumbien. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, weil die kolumbianischen Jugendlichen mit einer sehr großen Offenheit auf uns zugegangen sind, auf die Musik reagiert haben und weil sie auf der anderen Seite aber auch sehr viel eigenes künstlerisches Potenzial mitbringen. Die haben eine große Freude gehabt, sich auszudrücken, zu tanzen, aber auch in anderen Kunstformen. Und das hat mich sofort interessiert und hat mir Lust gemacht, mit ihnen zusammen an einer Aufführung zu arbeiten. Na, erstmal ist die Einrichtung natürlich, in der die Jugendlichen leben, die Don Bosco-Einrichtung, sehr besonders, weil sie einfach einen sehr tollen Rahmen bietet für die Jugendlichen, die dort leben. Mi nombre es Estefanía Argaez, tengo 19 años, soy bailarina desde hace aproximadamente 5 años y medio. Comencé a bailar a mis 13 años. A Ciudad Don Bosco lo conocí ese mismo año, fue en el 2014, gracias al grupo de baile Nativo Latin Crew, que gracias a ellos pude estar en Derecho a Soñar. Ahí fue cuando conocí Ciudad Don Bosco. Estuve aproximadamente un año en el programa. Proyecto MOVE, pues realmente en mí ha impactado mucho en mi vida, como la de muchos de mis compañeros. No me imaginé en algún momento estar aquí en Alemania, ya que pues como bailarina en Colombia es muy complicado como salir a esos viajes o vivir del baile, del arte. Entonces,
Es primera vez que viajo, gracias a Proyecto MOVE y Ciudad Don Bosco. La idea es seguir ayudando a más jóvenes. Eso es algo que me gusta mucho de lo que hizo Don Bosco. Gracias a eso me di cuenta que lo mío también es ayudar a muchas personas. Genau, also ich bin Eva Eschweiler. Ich bin beim Beethoven-Orchester und leite dort die junge Abteilung. Wie jung heißt es? Die ganze Arbeit, die ganzen Konzerte, die für Kinder, für Schüler, für Familien da ist. Wir geben eben Konzerte extra für diese Altersgruppen und wir machen Workshops. Und Beethoven Moves ist ein Teil eben davon. Wir haben eine Kooperation mit Don Bosco und wir haben jetzt in 12 Bonner Schulen und Umgebung Workshops gehalten zu Beethovens Fünfter und diese mit gesellschaftlichen Themen verknüpft. Genau, also wir haben erstmal geschaut, die Grundlage ist auf jeden Fall die Fünfte. Was steckt in diesen 4 Sätzen von Beethoven drin? Der erste Satz haben wir gesagt, da geht es um Dialog und Kommunikation, um vielleicht auch jemand ta-ta-ta-ta, der sehr dominant ist im Gespräch. Der zweite Satz, die Vision, die Wünsche, die die Jugendlichen haben. Was hört ihr für Musik, haben wir gefragt. Der dritte auf den vierten Satz ist eine Art Zerfall, ein Zusammenbruch. Und dann baut sich das auf, irgendwas Positives entsteht und wir sind im Licht angekommen, im Hellen. Und das haben wir mit den Jugendlichen bearbeitet. Was ist denn das in dieser Welt? Was ist dunkel? Was läuft nicht gut? Was ist das, was wir uns wünschen als Gesellschaft? Und da sind wir immer wieder auf das Thema Solidarität gekommen, Gemeinschaft. Und das haben wir eben besprochen. Was ist hier bei euch in der Schule los? Was ist draußen los? Wie fühlt ihr euch? Also wir haben ja eine Phase jetzt eben in Bonn gehabt mit diesen fast 350 Jugendlichen. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir haben uns kennengelernt, wir haben über Musik geredet. Das ist für ganz viele auch was Neues. Okay, ich höre Musik, die ich eigentlich nie höre und ich finde da irgendwas. Ich finde Gefühle, Emotionen. Ganz viele haben gesagt, ich wusste nicht, dass Beethoven ein politischer Künstler ist, dass er eine klare Meinung hatte zur Gesellschaft, zu aufklärerischen Gedanken, zur französischen Revolution. Das fand ich unglaublich spannend. Mi nombre es Andrés Felipe González, tengo 22 años, hago parte de la agrupación Nativos Latin Crew. Llegué a Don Bosco por medio de Nativos Latin Crew, es mi equipo. Ellos me ayudaron con el proceso de ingreso a Ciudad Don Bosco en un proyecto que se llama Derecho a Soñar, que se realiza en la ciudad de Medellín, en la parte alta del barrio Carpinelo. Llegué de la manera como muchos jóvenes llegan, sin una posibilidad de vida, sin nada más. Y Don Bosco hizo cambiar todo esto. Eso fue lo magnífico de Don Bosco. Creo que por eso estoy aún acá y creo que por eso estoy acá en Alemania. No es por mis medios, sino por los medios de ellos. Beethoven Moves, en este momento lo es todo para mí. Es la mayor oportunidad que he tenido en mi vida como bailarín. Antes no podía ni siquiera salir a una misma ciudad de Colombia porque era la prioridad tener comida, tener ropa o cosas así, tener donde vivir. Y el baile, claro, el baile para mí siempre lo ha sido. Decidí ser bailarín profesional ya hace algún tiempo. Y claro, la vida no es fácil. Y Beethoven Moves hizo de que no fuera fácil, pero sí me dio las herramientas para poder seguir con mi sueño.